ფიქრების ხო დარდის ლოდებს მახეთქებს გამოვარი ყავს ისევ მიდრევს ტალღებში გაზაფხული დღემლის კვირტებს აფეთქებს ალუბლებს რთავს საქორწილო კაბებში. Hallo, hier ist Meini. Dieses Video drehe ich für euch nicht nur als gelernter Koch, sondern auch als jemand, der in Georgien geboren ist, in Tiflis aufgewachsen ist und genau mit diesen Gerichten aufgewachsen ist, mit Imeruli Khachapuri, das ich euch heute vorstellen werde. Ich habe hier auf YouTube gesehen, es gibt sehr viele Leute, die die georgische Khachapuri einfach falsch darstellen, beziehungsweise ich habe nirgendwo ein Originalrezept gefunden, original bezogen erstmal auf den Teig und auf die Füllung. Der Khachapuri-Teig wird nach uralter Rezeptur ohne Wasser zubereitet, also ist ein wasserloser Teig. Und in die Füllung kommt natürlich klassischerweise georgischer Käse rein. Ich habe heute zwei Sorten für euch da, die zeige ich euch beide und verrate euch sogar, welche Alternativen ihr hier in Deutschland verwenden könnt. Wir beginnen aber erstmal mit dem Teig. Das Besondere an dem Original Imeruli Khachapuri ist, dass der Teig ohne Wasser, aber mit viel Matzoni zubereitet wird. Matzon, das armenische Wort für Joghurt, Matzoni, das georgische Wort für Joghurt. Hier kann man auch gerne einen fettigen Joghurt verwenden oder auf Schmand ausweichen. Die frische Hefe bröselig zwischen den Händen klein. Keine Sorge, der Teig wird kräftig geknetet, da wird alles aufgelöst. Das Mehl kommt rein und wird auf kleiner Stufe 5 Minuten lang geknetet. Salz habe ich noch nicht reingegeben, weil Salz den Hefepilzen Flüssigkeit entziehen kann und die Hefe arbeitet dadurch schlechter bzw. langsamer. Dieser Joghurtteig ist relativ schwer zu kneten, habt aber bitte Vertrauen, dass der Teig erprobt ist und einwandfrei funktioniert. Heutzutage kennt die jüngere Bevölkerung in Georgien diesen Teig gar nicht mehr, weil in den kleinen Bäckereien nur ein ganz normaler Hefeteig auf Wasserbasis verwendet wird, weil man mit einem Teig verschiedene Brote und Gebäcke zubereiten kann. Shotispuri, Pirashki, Lobiani, Bonchiki und so weiter. Wer mein Georgien Streetfood Video gesehen hat, weiß, was das alles ist. Ich blende dir das Video gerne am Ende nochmal ein. Nach 5 Minuten Kneten gebe ich auch Salz rein und einen Schluck Wasser, damit das Salz besser aufgenommen wird. Weitere 5 Minuten auf höchster Stufe kneten, den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, zu einem runden Teigling formen. Optisch überzeugt der Teig etwas weniger, das gebe ich zu, als unsere klassischen Hefeteige, aber er ist wegen dem Joghurt geschmacklich trotzdem besser und total geschmeidig. Abgedeckt in einer leicht bemehlten Schüssel darf er jetzt etwa anderthalb, gerne auch zwei Stunden doppelt so groß werden. Abonniert an dieser Stelle gerne kostenlos meinen YouTube-Kanal für noch mehr Videos aus unserer georgischen Küche. Nach etwa anderthalb Stunden kommt der Teig ganz vorsichtig auf die bemehlte Arbeitsfläche und ich mache daraus etwa sechs Teiglinge. Schneidet ihn bitte vorsichtig, ohne viel zu kneten und ohne viel zu drücken. Die Konsistenz des Teiges ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, quasi wie Schaum. Total weich und porig. Die einzelnen Teiglinge wiegen bei mir zwischen 200 und 240 Gramm. Würde ich Khachapuri in einem Restaurant verkaufen wollen, würde ich den Teig wahrscheinlich mit Wasser, also ohne Joghurt ansetzen, weil das für die Massenproduktion einfacher und günstiger ist. Die Teiglinge werden jetzt ganz leicht rund geformt, nicht zu viel drücken bitte, von oben leicht meliert, Tuch drauf und 30 bis 40 Minuten ruhen lassen. Kommen wir zu den Original-Käsesorten, die in den verschiedensten Khachapuri-Varianten verwendet werden. Hier links auf dem roten Teller ist ein Imeruli-Käse, genannt nach der Region, den wir heute in unserem Imeruli-Khachapuri verarbeiten werden. Man erkennt ihn häufig an diesem Muster an der Oberfläche. Er ist relativ weich, bröselig, mild im Geschmack und wird gerne nicht nur für Imeruli Khachapuri verwendet, sondern auch für andere Khachapuri-Varianten, weil er deutlich günstiger ist als der Sulguni-Käse, der auf dem blauen Teller liegt. Der Sulguni-Käse ist meiner Meinung nach die Königin unter den georgischen Käsesorten. Er ist geschmacklich auch mild, hat aber eine sehr angenehme Note, ist natürlich stabiler in der Konsistenz und deutlich teurer. Ich kriege es nicht hin, Sulguni-Käse zu verarbeiten, ohne ständig zu naschen. Es hat wirklich Suchtpotenzial. Und wenn man ihn dann auf dem Bazar kauft, sollte man sich sicher gehen, dass niemand merkt, dass ihr aus dem Ausland kommt, sonst werdet ihr im Preis und Gewicht über den Tisch gezogen. Auf dem Bazar entscheide ich mich immer für eine weniger gesalzene Variante der Käsesorten, weil Khachapuri ist immer mild und elegant, würde ich fast schon sagen. Es ist geschmacklich, auf keinen Fall geht es in diese türkische Schafskäse-Börek-Richtung.
Khachapuri ist also immer eine milde Käse-Brot-Variante. Wörtlich übersetzt bedeutet Puri Brot und Khacho könnte man als Quark übersetzen, wobei Quark ist fachlich gesehen ja eigentlich auch ein Käse, also Käsebrot. In manchen Bäckereien in Georgien wird Quark, so wie wir ihn aus Deutschland kennen, in den Teig verarbeitet, um weniger Käse reinmachen zu müssen. Diese Form des Streckens ist unbeliebt und kommt bei den meisten eher nicht so gut an. Deswegen reibe ich hier meinen echten Surguni-Käse und gebe meinen Imeruli-Käse dazu und schreibe euch in der Videobeschreibung, welche Käsesorten ihr hier in Deutschland verwenden könnt. Konzentriert euch am besten auf eine Mischung von jungem Gouda und Mozzarella. Das Ergebnis wird am ähnlichsten sein. Im Rewe oder im russischen Laden findet ihr manchmal auch diesen Käse. Da steht auf Russisch drauf Sir Grusinski, also georgischer Käse. Den kann man auch sehr gut verarbeiten, ist zwar nicht original, aber eine sehr gute Option. Inzwischen sind die Teiglinge schön aufgegangen, die Arbeitsfläche wird leicht bemehlt und der Teig wird aus der Mitte heraus schön dünn ausgerollt. Jetzt gebe ich meine Käsemischung rein, gerne mehr Käse als üblich. Bei mir sind das ungefähr auf einen Teig von 230 Gramm etwa 150 bis 160 Gramm Käse. Wenn der Käse gut verteilt ist, schließe ich die Khachapuri, indem ich den Teig zusammenziehe quasi, also so, als würde ich die georgische Chinkali-Maultaschen schließen sozusagen, drücke sie dann leicht nach unten, damit möglichst keine Luft drin bleibt und schließe die Khachapuri. Wenn der Teig genug Ruhezeiten hatte, kann man die Khachapuri mit den Händen ausrollen, dann zieht er sich nicht wieder zurück, also so wie hier, so ist es perfekt. Vergiss bitte nicht zwischendurch meinen Kanal zu abonnieren. Trotzdem gebe ich noch ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und rolle ihn etwas dünner aus. Wenn du zwischen den Khachapuri eine Folie oder noch besser Backpapier legen kannst, dann kannst du sie genau in diesem Zustand einfrieren und sie irgendwann tiefgekühlt in die warme Pfanne geben und zubereiten. Ich mache das immer, weil ich im Single-Haushalt wohne und Khachapuri auf Vorrat zu haben, ist eigentlich immer angenehm. Also nochmal im Schnelldurchlauf, Arbeitsfläche bemehlen, Teigling drauf, Teig ausrollen, Käse rein, Luft aus dem Teig lassen, Teig schließen und ausrollen. Jetzt kommt die Khachapuri in die auf mittlere Stufe vorgeheizte Pfanne rein, ohne Fett, gern beschichtet und wird 8 bis 10 Minuten lang von jeder Seite vorsichtig angebraten bzw. gebacken. Wenn er umgedreht wird, gebe ich Butter oben drüber, damit der Teig gleich nachgibt und wieder weich wird und natürlich auch für den Geschmack. Die Khachapuri werden automatisch wieder weich, weil sie aufeinander gestapelt werden und von jeder Seite gebuttert werden. So sehen die echten originalen Imeruli Khachapuri mit dem echten Joghurtteig und den echten Käsesorten aus. Das hier ist mein Georgian Street Food Video und das sind noch mehr Videos aus der georgischen Küche. Abonniert meinen Kanal, bis bald!